Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute zu einem Gespräch mit einer Geraer Autorin. Die Autorin kennen Sie wahrscheinlich alle, das ist Anne-Rose Kirchner. Es gibt hier heute für mich auch eine Premiere, weil das ist der einzige und erste Gast, den ich duzen werde, weil Frau Kirchner und ich, wir kennen uns so lange und das wäre so albern, wenn wir uns jetzt siezen. Obwohl ich weiß, dass man das eigentlich nicht macht in solchen Gesprächen. Aber ich bitte Sie, das zu verstehen, weil ich kann die Anne-Rose nicht siezen. Das geht Okay. einfach nicht. Anne-Rose Ja. Kirchner, geboren 1951 in Leipzig. Leipzig, in Zell-am-Mehl aufgewachsen, Thüringer Wald, Kind. im Thüringer Wald. Dann hast du Ich habe in der in der Zeitung, Zeitung im gelernt, und freien zwar im Wort, Freien Wort Suhl als Tippse, Stenotypistin, Illustrin, Sekretärin. genau. Und hast dort angefangen zu schreiben. Dann bist du aufs Literaturinstitut gegangen, Nach nach Leipzig. Leipzig. Und nach dem Abschluss des Literaturinstitutes war es dein Herzenswunsch, nach Gera zu kommen. Was wirklich ehrlich gemeint ist, das können wir aber jetzt nicht vertiefen, das müssen wir Das ist eine später mal lange, machen. lange Geschichte. Es ist Machen wir eine, später. genau. Und wir haben uns dann auch relativ zeitnah kennengelernt, deshalb diese lange Verbindung und haben viele Jahre Und das sind zusammengearbeitet. mittlerweile 38 Ja. Jahre dieses Jahr, Genau, seitdem wir ja, uns so ist kennen. wir kennen. Und haben ganz, ganz lange zusammengearbeitet, auch in der Ostthüringer Zeitung, mit der Literaturseite. Und da viele schöne Erlebnisse gehabt, viele, viele, viel Streit Manchmal miteinander auch Kritik, ausgefochten, viel ja, Kritik Kritik hin und und so. her Und und auch so. damals und dann vor 10 Jahren habe ich auch schon in der Ostthüringer Zeitung das Entstehen eines Buches, eines deiner doch zahlreichen Bücher begleitet, nämlich eines Buches, das dann erschienen ist unter dem Titel Spurlos verschwunden, Dörfer in Thüringen, Opfer des Uranabbaus beim Christoph-Links-Verlag in Berlin. Und es geht, wie der Titel sagt, um spurlos verschwundene Dörfer, die Opfer geworden sind des Tagebaus. Ich bin vor wenigen Tagen erst von Kollis nach Ronneburg gelaufen. Ah ja. Und zwar durch die neue Landschaft. Es war sehr schön, weil so sagen wir mal, der Frühling sich schon ankündigt. Und wenn ich da langlaufe, weiß ich nicht, welche Dörfer da unter meinen Füßen verschwunden sind. Kannst du ganz schnell sagen, welche da gelegen haben, wenn man da Also den Weg dort, lang geht? ja. Oder so, es muss ja nun nicht 100% Also sein. dort in dem Gelände der Buga, also haben wir auch 10 Jahre Buga dieses Jahr, da ist also Schmirchau gegessen. In der Nähe liegt dann noch Gauern, da ist aber noch Halde. Und dann kommt weiter hinten, das ist aber dann schon Lichtenberg, da ist aber noch ein Teil vorhanden, ein paar Häuser, ein paar Gehöfte. Und dann geht es eben weiter ins Land, da kommen dann praktisch, was Richtung Berger ist, dann Kulmitsch und die anderen Dörfer. Also ich habe 6 Dörfer, habe ich da aufgesucht, Nun also bist versucht zu finden. ja, nun bist du ja eigentlich Lyrikerin Ja. von deiner ganzen Art her. Das Schreiben von, sagen wir, Reportage, biografischen Büchern ist ja nur ein Nebenzweig oder Ja, es deines dominiert, Lebens. aber Aber doch du schon bist ja sehr. praktisch als Lyrikerin Mitglied des Deutschen Pen geworden und nicht Ja, das auch mit, ja. das auch mit. Gut. Ja, diese Geschichten, dass ich auf diese literarischen Reportagen gekommen bin, hat natürlich auch mit der Zeitungsarbeit zu tun. Ich habe mir auch schon damals im Freien Wort, da habe ich ja auch schon so als Volkskorrespondentin gearbeitet, da viel abgeguckt und habe dann auch versucht, Prosa zu schreiben, Geschichten, und das klappte nicht. Und man hat ja eine Bestimmung in sich, man hat ein Talent und man weiß manchmal nicht, wo der Weg hingeht. Und dann habe ich eben gemerkt, dass doch so die bisschen so literarische Schiene, leicht journalistische, literarische Reportage mein Thema ist. Und da habe ich ja nun schon einige Bücher mit diesen Reportagen gefüllt. Und was hat dich nun dann interessiert vor 10 Jahren? Also die Vorarbeit liegt ja nun schon länger Es begann zurück, ne? 2006. Ja, dich vor allen Dingen mit diesen Dörfern zu beschäftigen, die durch den Uranabbau oder dem Uranabbau zum Opfer gefallen sind. Ja, die Motivation war eigentlich, dass es noch lebende Bewohner gab, der einstigen Dörfer, die vertrieben wurden oder umgesiedelt wurden, wie auch immer man das nennen will, sich neue Bleiben suchen mussten und bis heute eben heute sehr alt sind, sehr betagt. Und den Verlust und das Verschmerzen dieses Umzugs nie überwunden haben und sich noch gut erinnern können.
Und ich wollte einfach, dass diese Stimmen nicht verstummen und dass man eben auch in 20, 30, 40, 50 Jahren noch nachlesen kann, was ist da eigentlich passiert. Ja. Weil man ja heute nichts mehr sieht. Man sieht nichts. Also man sieht Landschaft, aber man weiß nicht. Man muss bis hoch zu dieser Laterne auf die Schmirschauer Höhe klettern, um dann mal eine Karte zu sehen, was wo gewesen ist. Und selbst da kann man es sich ja nachher auch nicht richtig vorstellen. Die Dörfer sind im Prinzip jetzt doppelt verschwunden. Sie sind verschwunden, weil der Uranabbau sie vernichtet hat. Und sie sind dann nochmal verschwunden durch die Sanierung der Hinterlassenschaften der Wismut. Ja, genau. Und demnächst, oder das ist ja absehbar, werden eben auch die Menschen, die authentisch das miterlebt haben, nicht mehr existieren. Das war also dein Hauptmotiv, dich diesem Thema zu widmen. Ja, ich habe dann angefangen, ohne das zu wissen, was das für eine Herausforderung wird. Ich habe ja praktisch 5 Jahre geschrieben und recherchiert und ich bin auch nicht die schnellste Arbeiterin. Ich nehme ja sehr viel Zeit, war in Archiven unterwegs, habe die Zeitzeugen gesucht, die mitmachen wollten und bin eben dann auch umhergefahren mit dem Auto, habe die ganze Ecke abgewandert, wo Dörfer sind, waren, ihre Spuren gesucht und war eben viel in Archiven, auch im Wismut-Archiv. Und ich konnte eigentlich erst beginnen mit dem Schreiben. Der Einstieg ist ja immer der schwierigste, als ich vor Augen hatte, so symbolisch die Halden. Weil du kannst ja nicht über Dörfer schreiben und ihre Bewohner, die verschwinden. Das ist in der Braunkohle genauso. Wenn du nicht dieses Umfeld, also diesen Uranabbau ins Spiel bringst, das geht ja nicht ohne. Ja. Also das ist eine Vernetzung von allen. Und ich habe dann Gott sei Dank schöne Literatur noch als Hilfestellung gehabt, wo ich mich auch einlesen konnte. Und auch Material noch von der Wismo, da gibt es so eine CD-ROM und so weiter mit Angaben von Rainer Kalsch, der auch bei Christoph Links veröffentlicht hat, Uran für Moskau. Und der hat mir auch dann in der letzten Phase der Korrektur noch Tipps gegeben. Ja. Es geht ja bis praktisch zurück zum Zweiten Weltkrieg, praktisch Atomwaffenforschung, Entstehung, Atomwaffen, Atombombenabwürfe, Nagasaki, Hiroshima und so weiter und so fort. Das spielt ja alles hinein, Kalter Krieg. Und dann auch Dörfer, die an der innerdeutschen Grenze verschwunden sind, habe ich auch mit ins Spiel gebracht. Also auch dieses Verschwinden habe ich versucht, hautnah zu erleben. Ich bin nach Heuersdorf gefahren. In den Braunkohletag. Fotografiert. Wo damals die Kirche umgesetzt wurde. Genau, war da gerade umgesetzt worden. Da bin ich hin, habe noch mit ein paar Leuten, die sich wehrten dort und die dort bleiben wollten, gesprochen. Und bin immer wieder hingefahren, habe dokumentiert mit Fotos, wie dieses Dorf verschwindet. Weil ich konnte mir das ja hier gar nicht vorstellen, wie das hier bei uns war. Praktisch versucht, da tief einzutauchen in die Emotionalität dieser ganzen Und das Geschichte. Kam dann noch hinzu, dass ich ja hinter der Mauer gewohnt habe. Und 2006 also hinter der Mauer ist eine Straße in Gera gewesen. Genau, heißt ja auch heute wieder so, am Leumnitzer Tor hieß immer kurzzeitig in der DDR. Und da ist ja einmal der Neubau-Block, in dem ich gewohnt habe, nach 20 Jahren abgerissen worden und das war auch für mich wie ein Heimatverlust. Ein Verlust, ne? Und da habe ich das. So ein schnöder Plattenbau gewesen. Ja, aber es war eine sehr schöne Wohnung und ich habe mich dort auch wohlgefühlt am Marktplatz. Und da habe ich eben das auch sehr emotional, also auch mit dem Herzschmerz regelrecht durchlebt und konnte mir eigentlich auch vorstellen, wie das ist, und konnte mich in die Menschen hineinversetzen, die da plötzlich innerhalb von kurzer Zeit aus ihren Häusern müssen und versuchen, da vielleicht was Neues zu finden und so weiter. Aber es war damals ja alles sehr schwierig. Die ersten Anfangsjahre der Wismut waren problematisch. Genau. Anne-Rose, nun ist das ja 10 Jahre her alles. Jetzt ist es aber in einer zweiten Auflage erschienen. Ja. Es war schon vor 10 Jahren ein ausgesprochen erfolgreiches Buch. Ja, es war innerhalb eines Dreivierteljahres verkauft. Ja. Und du hast auch viele Lesungen gemacht. Und ich hatte immer 40 oder 50 Lesungen. Und ich habe da auch als Autorin etwas Geld verdient, aber das Finanzamt kam dann leider. Es war also dann wieder was weggenommen. Also es war ein sehr schöner Erfolg und es gab immer Anfragen. Es kamen laufend Leute, ich kriegte ständig über die ganzen Jahre Anrufe, wir wollen ein Buch. Ich hatte dann in letzter Minute für mich noch 10 Bücher, ein Karton war noch im Verlag, 10 Bücher für mich gerettet, die habe ich auch jetzt noch zu Hause. Kann man mal verschenken oder so. Und es waren immer die Anfragen. Und Christoph Links ist ja einer, der auch geschäftsmäßig mit seinem Verlag denken muss. Der macht nichts einfach so. Risiko. Der kann sich das nicht leisten. Kann sich das nicht leisten. Wird, das ist mir und schon da klar. hat er aber jetzt, weil die Nachfrage so groß war, dann das doch gestartet, was mich sehr gefreut hat. Und es ist so, es läuft. Ich habe gestern eine Mail bekommen von meiner Lektorin. Es wurde jetzt schon wieder nachgedruckt.
Wunderbar. Also es wird wahrscheinlich auf die 1000 oder noch mehr wieder auslaufen. Das ist schön. Und ich mache aber auch Lesungen. 1000 Bücher sind relativ schnell verkauft. Wenn es geht. Wenn es gut läuft. Und deshalb wollen wir nochmal auf dieses Buch auch aufmerksam machen. Und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für diese... Wenn ich noch sagen darf, ja. Am 20.04. Genau. habe ich Lesung in Wolfersdorf bei Berger nochmal zum Thema. Und dann auch im Sommer noch während der Ranisa Literaturtage. Dann kann man dich nochmal live erleben und alle Fragen stellen, die ich jetzt nicht stellen konnte und die du deshalb auch nicht beantworten konntest. Anne-Rose, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke auch. Ich wünsche dem Buch alles Gute, weil es ist wirklich ein tolles Buch und ich kann es nur empfehlen. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.